Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft auf dem Hannibal AP Server auf dem in dem Minecraft-Universum. Ja, und ich würde mal sagen, viel Spaß bei der jetzigen Folge. Ihr seht, ich bin mal wieder ganz woanders. Ich bin mittlerweile aus der Farmwelt draußen. Ich habe es lebend rausgeschafft. Jawohl, das ist doch mal geil. Und ich schreibe erst einmal ganz kurz in den Chat. Nicht Hallo, sondern Hello again. Und ja, der Shanky hat die ganze Zeit geladen. Wir befinden uns in Berliner Garten, wenn ich mich nicht irre. Und ja, hier fange ich jetzt an zu bauen. Ich habe endlich sozusagen im Spawn selbst auch einen Bereich zugeteilt bekommen. Und ich habe hier schon mal angefangen, das Ganze vorzubraten. Hier ein paar Steine. Die habe ich extra vor der Aufnahme hier noch reingepackt. Habe ich insgesamt so ein bisschen mich vorbereitet. Und daraus können wir dann jetzt zum Beispiel Steinziegel, Steine machen. Und ja, ich würde mal sagen, hier ist noch über jeweils eine Kohle drin, weil ich habe neun reingepackt einfach, weil ich diese Kohle-Stacks hier verwendet habe. So. Das heißt, damit könnte man nochmal einen Stack braten, rein theoretisch gesehen, weil da war ja eigentlich 8 bei rumkommen müssten. Irgendwo vergessen. Sind einfach andere durchgebrannt, ja? Okay. Hier sind noch zwei drin. Alles klar. Gut. Ich würde mal sagen, ich muss husten. Fangen wir an. Würde ich mal stark behaupten. Das ist mein Pferdchen. Das hat sehr viel Leben. Das ist sehr schnell. Es hat noch keinen Namen. Das könnt ihr von mir aus in den Kommentaren entscheiden. Aber ich möchte nicht so etwas wie Karl Lagerpferd. Ist ein kleiner Insider von den Rocket Hills, weil da mal ein Pferd unten bei uns im Lager war. Und das wurde dann knallhart auch so benannt. Hier haben wir so ein paar Baumaterialien, die ich jetzt hier auch mal wieder ablegen kann. Wobei ich glaube, ich mache tatsächlich 4 Stacks von dem Dings hier. Von den Steinziegeldingern. So. Einfach nur weil halt. Und ich habe, was ich geschafft habe, ist das Jump'n'Run Puzzle. Das können wir, das Jump'n'Run Puzzle, das Jump'n'Run oder das Jumping Puzzle, so kann man es auch nennen. Das habe ich geschafft zweimal und habe jetzt mir nochmal zweimal diese Schuppe des Eisdrachen gegönnt. Ne? Effizienz 3 und sie ist unzerstörbar. Einfach unverzichtbar auf diesen Server. Ist einfach richtig geil. So, und hier baue Pseudonym LP. Willkommen. Ja, und hier können wir jetzt anfangen. Und ich habe noch rein gar keinen Plan, wie das Ganze hier werden soll. Ich habe mir hier nur den Bereich abgesteckt schon mal. Das ist das, was ich gemacht habe. Und das kommt hier rein. Und jetzt bin ich am Überlegen, wie ich hier bauen soll. Ich könnte natürlich noch ganz gut gebrauchen hier folgendes Eichenholz zum Beispiel. Könnte ich gut gebrauchen. Weil das sich ja auch so ein bisschen durchzieht. Aber was ich vorhabe, ist unter anderem, das kann ich mich jetzt schon mal machen. Zumindest bis hierhin, bis zu dieser Ecke, kann ich das schon mal durchziehen. Ein paar Bruchsteine. Einfach alle, weil. Ja, okay, so viel werde ich nicht brauchen, aber trotzdem. So war das, ne? Jo. 48. Ja, ein paar mehr kann man da schon gebrauchen. So. Ah, noch ein paar. Jo. Das dürfte jetzt reichen. Und dann halt die Bruchsteine runter, die sind schon unten. Und das kann hier nochmal rein. Obwohl Steine, vielleicht brauche ich sie mal schauen. Die Kohle kann aber erstmal weg. Und ja, Bruchstein und Mauer bitte. So, was ich nämlich gesehen hatte, was ich cool fand als Mauer im Allgemeinen, war nämlich folgendes. Der hier kann, glaube ich, bleiben. La 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 la. Ne, komm, mach mal weg. So. Und dann machen wir mal folgendes. Bis hierhin wird einfach Cobblestone sein. Bei mir. Hat nämlich auch was. Dann. Badabam, bam, bam, bam. Ich mach mal zur Abwechslung das jetzt mit dem Windows Media Player, weil ich mir das angewöhnen möchte für den Stream.
dass das Ganze darüber läuft. So, das hier wird jetzt mein kleiner Sichtschutz hier. War hier was? Nee, da ist nichts. Das heißt, rein theoretisch gesehen, kann ich das hier so durchziehen, jo. Und das wollen wir auch. Denn was wäre eine Nachbarschaft oder einen guten Zaun? Wobei das hier eigentlich auch schon ein Zaun ist, ne? Ich glaube, ich mache das wirklich nur für den Eingangsbereich. Doch. Also quasi bis hierhin. Ah. Vielleicht bis hierhin. Und dann das hier. Dann haben wir nämlich so einen schönen kleinen Zaun. Hier ist zwar noch, hier sieht man noch was. Nochmal ein bisschen was hinlegen. Huch. Bleib hier. Dam, 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 dam. Dann muss ich den Bruchstein holen. So, die Mauer. Die Mauer muss weg. So, ja, dann verbindet sich das, das ist blöd. Aber andererseits, ah, vielleicht, aber es verbindet sich dann ja auch, ne? Aber das ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Guti. Das hier kann bleiben, weil er halt hier auch schon seine Mauer gezogen hat. Das finde ich, sieht ganz in Ordnung aus. Und ich bin mit noch gar keinem Plan in dieser Sache. Also ich habe echt keine Ahnung, wie ich das jetzt noch machen werde. Wobei, hier muss ein Zaun hin eigentlich. Also, so. Ich mach jetzt einfach mal kurz die Wolle hier weg. Da ich hier jetzt eh eine Mauer ziehen werde. Der Eingangsbereich ist ja schon abgesteckt. Und dort an der Seite das Ganze. Das heißt, sie werden wissen, was Sache ist. Dö-dö-dön. Okay, hier ist das. Und hier ist das, alles klar. Das heißt, hier kannst du nochmal hin. Du. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, so ein Abstand, das ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Zack, 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 zack. Schon sind wir da. Ich nehme auf. Gut. Immer der obligatorische Blick mal zur Seite. Da das ja doch in der Vergangenheit leider schon das ein oder andere Mal vorgekommen ist, dass ich eine der beiden Aufnahmen vergessen habe anzuschmeißen. So. Ja, das geht doch, oder? Das scheint doch in Ordnung zu sein. So. Was bist du denn? Moment, was? Was ist... Was? Nö. Von mir aus gerne so. Und dann, wie sieht das aus? Ja, das ist in Ordnung von mir aus. Da. Ja, das geht doch. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man hier dran so vorbeiläuft. So beiläufig. da brauchst du... Nein. Aus. Okay, dann geht es nämlich hier so rum. Nein. So. Bis hierhin. Vielleicht kann ich das Ganze hier auch nochmal... Oh, hi. Jan Gerl. Sieht, dass ich hier jetzt einen kleinen Bauplatz habe. Und fragt sich wahrscheinlich, was tust du hier? Obligatorischer Kartoffelzuwurf. Gerade in der Aufnahme. Sonst wäre ich auch im TS. Wobei, ich bin ja auch mal ganz... auch gelegentlich... so im TS. Ich glaube, der Jan Gerl hat ja auch seine Wohnung irgendwo. Sein Häuschen. Ich habe allerdings keinen Plan, wo. So. Jetzt bin ich geschützt vor neugierigen Blicken. Und ja, hallo. So, es geht hier so schön rum. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon so haltet? In den Kommentaren. Oder ihr sagt es einfach und ich kann eure Gedanken über das Internet lesen. Keine Ahnung. So, und das hier, ja, das kann hier erstmal stehen bleiben. Das ist ja Schnuppe. Jetzt geht es nämlich um das Haus.
So, und ich habe mir gedacht, da das hier so oder so auch schon Cobblestone ist, können hier eigentlich auch Cobblestone-Stufen rein. Habe ich schon welche? Nee, da machen wir halt kurz welche. Brauchen ja eh nur so ein paar. Also 4 Stück dann. Kommen ja leider 4 immer raus. Und zack, zack. So, dann kommt man hier schon mal hoch. Das ist auch in Ordnung. Dann braucht man noch ein bisschen Kies. Das ist richtig laut, die Musik. Ne? Und ich habe den Windows Media Player übrigens gerade bei 5 jetzt runtergestellt. Und der war vorher auf 7, glaube ich. Der ist ein bisschen dolle intensiver als als der stinknormale VLC-Player. Aber das Ding ist halt, dass ich den VLC-Player ganz gerne wegen seiner Wiederholungsfunktion und so weiter für das Intro verwenden würde. Für Twitch dann. In Zukunft bin ich nämlich auch mal wieder ein paar Mal wahrscheinlich auf Twitch unterwegs. So, hier kann ich schon mal das wegmachen, das dahin. Und schon mal einen Zaun drauf, einfach nur um es gemacht zu haben. Es wird dunkel im Berliner Garten. Mein Pferdchen, wie gesagt, hat noch keinen Namen. So, was könnte man hier jetzt für ein Haus bauen, ist die Frage. Die haben ja alle auch das so mit den Steinziegeln durchgezogen. Ich kann ja erst einmal ganz kurz hier jeweils in den Eingängen ein Fäckerchen platzieren. Hier an den Ecken vielleicht auch. So. Ja, und hier weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich sollte vielleicht hier das Ganze so machen. Nein. Sondern so und dann eine Fackel drauf platzieren. Alles klar. Dann vielleicht noch einmal in der Mitte davon. Aber ich weiß nicht. Eigentlich finde ich das so besser. Was ist das hier? Wird das Dach hier rüber reichen? Na, ist ja egal. Ich weiß auch nicht, was der vorhat. So. Aber, was habe ich denn überhaupt vor? Ich gehe hier nicht gerade wirklich tatsächlich komplett blind einfach ran, ohne wirklich einen Plan. Ich habe mir da echt keine Gedanken vorher gemacht. Schon mal nur so ein paar Materialien geholt, um mal auszuprobieren, wenn man Bock drauf hat. Und ja, quasi Gedankenbrei, der einfach nur rauskommt dann. Steinziegel, die obligatorischen, mag ich ja sehr gerne als Baumaterial. Und ich brauche auf jeden Fall auch noch Schleim, kurz räuspern. So, den obligatorischen Schleim, weil ich ganz gerne mit Pistons arbeiten würde, als Türen. Und mit Glas, wahrscheinlich auch. Einfach nur, weil ich es cool finde. Vielleicht, Kamaya wurde von Jan Gerl erschlagen. Was? Madame Klein joins the game, hallo. Nur wie mache ich das dann? Dadurch, dass das hier so ein Vierer-Eingang ist. Obwohl, ich kann es natürlich trotzdem so machen, dass man dann hier hoch muss, zum Beispiel. Eigentlich hätte man ja auch ganz gerne irgendwie so eine Art Garten hier, zum Beispiel entweder auf der linken Seite oder auf der rechten Seite. Wahrscheinlich auf der linken, weil es hier so ein bisschen grüner ist, dadurch, dass er seinen Zaun auch so grün gehalten hat. Hm. Hallöchen. Hi. Ja, hi. Wie Arnold Schwarzenegger sagen würde. Ja, die ganze Zeit renne ich nur hin und her hier gerade im LP, ne? Oh, das ging hier übrigens bis... Fett. Ist euch wahrscheinlich schon im Vorfeld direkt aufgefallen. Ihr habt euch wahrscheinlich geärgert. Warum macht der so einen Scheiß? Entschuldigung. So. Gefällt euch besser, ne? Mir auch. Alice Klärchen, Gummibärchen. Ich würde mal sagen... Verbrannte. Aua.
bin so dumm, ich habe gar keine Ideen. Wer? Wo? Da da dam. Bam. Wenn ich wüsste, was ich machen möchte, ne, was ich bauen möchte. Aber tatsächlich eigentlich ganz gerne so mit Glas. Das wäre eigentlich tatsächlich ganz cool. Aber dafür brauche ich, wie gesagt, Pistons. Sammy Deluxe. Nein, unser Admin. Sammy. Kennt ihr ja alle. Jeder, der irgendwie Hannibal kennt, hat auch schon mal von Sammy, glaube ich, gehört. Für die Zeit, wenn die Türen verschlossen sind. Ach, dann kann man da Briefe reinschmeißen. Okay. Raupenweg 9. Nikipedia, unsere neue Moderatorin. Oh, Hannibal war online, habe ich gar nicht mitbekommen. Hallöle. Die war bis eben gerade in der Uni. Oder ist es immer noch? Keine Ahnung. Eigentlich meinte sie, sie ist erst um 18 Uhr wieder da. Weil wir haben es ja gerade erst 16 Uhr irgendwas. Aber egal. Jo. Joho. Joho. Ich weiß, ich habe immer noch nichts gemacht, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich damit anfangen möchte oder ob ich ganz gerne hier im Vorfeld einen Baum haben möchte, so nach dem Motto. Ach Mann, ich bin so verwirrt, Leute. Ich weiß endlich, wie ich... Lass das bitte. Ach, da hat der Sammy mal wieder ein bisschen rumgetreut anscheinend. Ich mach doch nichts. Sagt er dann mal wieder. Nein! Huh. Schwein gehabt. Richtig Schwein gehabt. So, ich brauche Kies. Hat hier irgendjemand Kies für mich? Gib mir den Kies. Gib mir den Kies. Kies. Danke. Kamaya wurde von Jaeger erschossen. Was ist denn da los? Die bekriegen sich ja richtig. Und zwar so, dass es weh tut, bis einer weint. So, wie möchte ich das hier denn ganz gerne haben? Wahrscheinlich so. Ja. Aber ordentlich, das ist ja nichts Abgetretenes. Hier brenne ich ja öfters lang, deswegen kann es ruhig auch geschlossen sein. Bis hierhin. Und dann vielleicht sogar wirklich, ja, noch ein weiter. Und dann vielleicht hier so einen Eingang rein. Würde sich eigentlich anbieten, ne? Dass man dann bis hier hingeht. So. So. Und dann jetzt nochmal ein paar. Ja, was für Treppchen macht man da? Mach ich da. Ich hab dich gehört. Mach ich da vielleicht sogar wirklich ein paar. Ja, Netherziegel oder normale Ziegelsteine? Normale Ziegelsteine erstmal. Und dann gucken wir mal. Ich brauche ja noch nicht mal viele. Da brauche ich ja tatsächlich erstmal nur 4. Das sollte eigentlich vollkommen ausreichen. Und dann kommt man hier an. Sagt sich so und so. Ich glaube, das ist cool. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz gut. Mache allerdings noch das hier an der Seite und dann wird es bestimmt richtig scheiße. Nee. Das geht. Das ist in Ordnung. Habe ich noch... Ich habe doch... Nee, habe ich nicht, ne? Doch, habe ich noch. Hier, warte. Die beiden. Geh mal weg, Futter. Geh mal rein, Treppchen. So. Und dann vielleicht sogar wirklich so. Ja, ich glaube. Ich glaube, das ist in Ordnung. Da haben wir euch... Was ja jetzt oder so der Fall sein soll, ist folgendes. So, so. Vielleicht kommt ihr dann jetzt nochmal. Na, warte, warte. Dorthin. Einfach nur, weil sich das so anbietet, ne? Man könnte das Ganze auch... Obwohl, nee, ich finde das besser. Ich finde das besser, wenn das hier so ein Kiesweg ist und es wird langsam wieder hell in den... Ich wollte bei einer Rocket Hill sagen, aber wir sind ja im Berliner Garten.
So. Ach, das stört. Das stört mich. Dann wohl doch eher so etwas. Damit das geschlossen ist. Das hätte ich nämlich ganz gerne so. Und ja, dann machen wir das mal wieder so mit so einem Cobblestone-Grundgerüst, sage ich mal. Ja. Kamaya wurde schon wieder von Jan Gerl erschossen. Die haben sich richtig gerne heute anscheinend. Vielleicht so ein... Obwohl, das ist eher so für die Küche. Polierter Diorit. Habe ich davon auch selber Steine? Polierter Diorit? Da ist nochmal polierter Diorit. Das würde ich dann wahrscheinlich... Obwohl, brauche ich eine Küche? Ich möchte eigentlich wieder mal so ein Minimalistenhaus haben. Ganz gerne. Hier vorne, das wird dann wirklich tatsächlich so ein kleiner... Ein kleiner Stall wahrscheinlich, würde ich mal raten. Wo ich dann halt das Pferd unter anderem reinpacken kann. Vielleicht kommen ja auch noch so ein paar, so ein kleiner Bauernhof vielleicht sozusagen rein. Müssen wir nochmal gucken. So, gerade geräuspert. Aber das gefällt mir irgendwie nicht. Hm. Ah, warte mal. Obligatorische Lösung Nummer 2. Ja. Ja, durchaus. Das kann man, glaube ich, anbieten. Das kann man, glaube ich, anbieten. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Ich hatte überlegt gehabt, ob ich vielleicht mit dem Bau von einer Brücke beginne, diese Folge. Von den Festland zu den Rocket Hills. Aber da ist dann doch eher was dazwischen gekommen. Da ich mir dann gedacht gehabt, nee, mache ich doch nicht. Was aber jetzt kommt, ist... Versuch, wie das aussieht. Wenn ich das hier so mache. So, und dann soll hier der Eingang sein. Was soll denn da hin? Ihr kommt mal weg. Und dann kommt ihr mal rein. Und du kommst mal weg. Und dann kommst du mal... Ach, Quatsch. Du mal rein. Finde ich das cool, wenn da so etwas drauf ist? Das ist eigentlich in Ordnung, ne? Aber hier ist dann halt dieser Übergang so, nee. Muss der andere Stein sein? Muss der hier sein? So. Andererseits wäre es ganz cool, wenn der Eingang wahrscheinlich hier wäre. Also, so. Hier offen. G6. So. So wäre das, glaube ich, ganz cool. Dann will ich das wie folgt machen, dass hier nämlich der Pisten reinkommt. Ah, das ist wieder Hausplanung, ne? Ich glaube, ich sollte das Haus vielleicht einmal im Creative Mode vorbauen, damit ihr wisst, was ich meine. Mache ich das einfach mal? Komm, wir springen, wir machen mal einen Sprung in eine andere Welt. Bin gleich... Oder später wieder da. So, Verbindung trennen. Abbruch. Einzelspieler. Kreativ 2.0. Hier könnt ihr dann sehen, dass ich hier auch gelegentlich mal so ein paar Sachen ausprobiere. Ne? So ein bisschen. Das ist aber auch schon wieder länger her, die Phase, dass ich so viel da ausprobiert habe. Das ist hauptsächlich für die eigentliche LP-Welt gewesen. So zum Beispiel, wie möchte ich ganz gerne mal mein Wohnzimmer haben oder so, weißt du? Dass dann hier so ein Thornstein ist, unter anderem. Und hier noch so ein Hi-Fi-Kino, ne? Wo einfach mal nichts läuft. So, ein obligatorischer Eingang. Wie war der eben gerade? Der war... Was brauche ich? Das kann mal kurz alles weg hier. Den Stein brauche ich, den Stein brauche ich wahrscheinlich, wenn überhaupt später irgendwann. Ich brauche Ziegelsteine. So, Ziegelstein. Ich brauche Bruchstein, ganz normal. Ich brauche Bruchsteintreppen. Ich brauche Pistons. Sticky Pistons. Ich brauche Glasscheiben. Das möchte ich nämlich mal ausprobieren, ob das geht. Und ansonsten obligatorisch ein Glasblock. Ja, Redstone-Fackel,
Obwohl das alles eigentlich später kommen kann. Das hier behalte ich mal noch, die beiden Sachen. Der klebrige Kolben, der kann auch erstmal kurz weg. So, bauen wir erst einmal ganz kurz den Eingang nach. Das war so, 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 so. Dann war hier drumherum. Dann, ja, stimmt, die Bruchsteintreppe. Ziegelsteintreppe, so rum. So. Dann war das Ganze hier so. Und irgendwie so. Und so. Und so und so. Huch. So. Und dann brauche ich natürlich auch noch den Zaun wieder. Der ist wahrscheinlich unter Deko. Ist der unter Deko? Ne, dann ist er wahrscheinlich hier drunter. Sinnfreierweise. Ja, da ist er. Okay. Bitte was? Bitte was? 27 mit. Willst du mich verarschen? Ich muss aufhören. Ach du Kacke. Das hatte ich jetzt tatsächlich. Was? Wie schnell vergeht denn manchmal die Zeit, Alter? Ich fühle mich ja gerade echt richtig verarscht. So ein bisschen. So. Bis dahin war es gebaut. Kann man es eigentlich noch bis hierhin durchziehen. Und dann geht ab jetzt halt Boden los. Tropenholz. Sagen wir mal zum Beispiel Birke. Finde ich Birke gut? Ja, ich finde Birke eigentlich ganz gut. So, sagen wir mal den mit Birke. So, hier kommt das Ganze weg. Hier kommt stattdessen... Na komm, wir packen ihn einfach schon mal rein. Einmal kurz dich hier weg. Jetzt kann ich eigentlich sogar wirklich tatsächlich direkt mit den anderen anfangen, mit den anderen Kram. Halt, Bruchstein brauche ich noch. Quatsch, diese Ziegelsteindinger. Steinziegel. Dann brauche ich Redstone-Fackeln, Redstone, Redstone-Verstärker. Ihr könnt mal hier hinten hin. Schalter, ganz normale. Sticky Pisten. Ja, genau so. Das würde also sogar gehen. Stellen wir uns das mal so vor, so vor, so vor und so vor. Passt das? Nehmen wir sogar tatsächlich noch einen weiter höher. Ach, Kacke. Kriege ich gerade nicht hin. Dann machen wir es halt so. Ist das doch so weit gewesen? Wenn das ausgefahren wäre, ist ein zu weit. So, so, so. So, und dann kommt hier jetzt nämlich der da hin. Nein, der da kommt jetzt hin. So. Alles klar. Das wäre jetzt sozusagen so ein bisschen der Eingangsbereich. Ich brauche nochmal kurz Cobblestone. Der ist ja irgendwo ganz oben, genau da. So. Also man kommt hier rein. Hier kann man dann drüber. Ach, ich glaube, ich mache das wieder mit einem normalen Glasblock. Das sieht dann doch ein bisschen besser aus. Ja, das geht eher fit. So, und was ich gerne hätte, ist, dass das wie folgt ist. Eigentlich dann hier sozusagen, ne? Muss ja dann hier sein. Kommt dann hier den Schalter hin? Und der Innenbereich, wie würde der denn überhaupt aussehen? Ich glaube, man muss das trotzdem noch dann weiter so durchziehen erstmal. Ist so ein bisschen tempelmäßig, ne? Dann kann man hier den Schalter drücken, dann ist die Tür hier offen. So, und dann von der Seite muss es wieder zugemacht werden.
Und das kann man dann einfach hierüber regeln, dass man hier den Schalter hinsetzt. So, auf der anderen Seite muss man sich vorstellen, ist das auf dieser Höhe? So. Ach man. Das muss ich tatsächlich dann jetzt leider offscreen machen. Ich probiere das jetzt offscreen aus und dann zeige ich euch das Ganze, glaube ich, mal bei der nächsten Aufnahme. Weil es ist jetzt eine richtig lange Folge. Kacke. Habe ich doppelt so lang wie sonst immer. Oh mein Gott. Na gut, hoffentlich freut ihr euch darüber. ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Die sozialen Netzwerke, da könnt ihr mal drauf gehen und ein Like oder ein Follow hinterlassen. Und ich würde mal sagen, Daumen nach oben auf diese Folge wäre auch voll in Ordnung. Und ansonsten nichts weiteres als tschüss und bis zur nächsten Aufnahme. Ein freundliches Bye.